Zweiter Teil von David Wilcox Aufstieg durch die Zeitalter. Ja, und wir zeichnen das Ganze auf und machen uns die Arbeit mit, das zu übersetzen. Also es war relativ anstrengend, weil die alten Schriften viele Worte drin haben, die ich nachschauen musste. Das ist super spannend und interessant, wirklich uralte Schriften, die alle aufs Gleiche hinweisen, hier mal ausgegraben zu haben durch David Wilcock und die im Detail durchzugehen, weil es ja ganz, ganz starken Rückenwind gibt. Und ich freue mich im Speziellen, solche Sachen zu teilen, weil das einfach, das ist Inhalt, wenn man schamanisch, naturmedizinisch aktiv wird, ist das eins zu eins der Inhalt der Visionen auch, die man über lange Jahre mitgeteilt bekommt. Nämlich, das ist das genau das Gleiche, wie ich erzähle, dass da was passieren wird. Und nicht aus irgendwelchen, weil ich irgendwelche Bücher gelesen habe, sondern es war zuerst, ohne dass ich irgendwas gelesen habe, über Jahre Teil meiner tiefen, tiefen visionären Erfahrungen. Und dann schaut man sich eben um, was andere noch so sagen. Und ja, das ist sehr schön wie deckungsgleich. Ja. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie sich das durch die ganzen Zeitalter zieht. Ja, und hier noch ein wichtiger Hinweis. Ich werde das eventuell auch als extra Video noch veröffentlichen. Ganz am Ende, bei Minute 61, spricht er über die Rainbow Body Activation. Dass dann tibetischer Mönch das Whistle geblaut hat, was vorher lange Geheimnis war. Und dass es über 170.000 dokumentierte Lichtkörperaktivierungsfälle gibt, wo Menschen das gemacht haben, und er erklärt genau, wie es geht. Ganz simpel. Und dass sich damit jeder auf Belieben aktivieren kann. Und genau, weil das so spannend und denke ich sehr relevant ist, weise ich hier extra darauf hin, weil das erst am Ende kommt von langen Ausführungen von alten Prophezeiungen. Jawohl. Das ist die Arbeitsweise der Spinne der heiligen Geometrie, wie die Perlen ans Licht gebracht werden, dass man ganze Enzyklopädien und das Wissen von ganzen Zeitaltern, die Essenz davon in wenigen Stunden übermittelt bekommt. Das ist genau das, wovon Terence McKenna sprach, von dieser super exponentiellen Verdichtung der Zeit, oder dass Zeit eben sehr viel schneller passiert, im Betracht dessen, wie viele Events pro Zeiteinheit passieren. Und damit nähern wir uns unaufhaltsam der globalen Erleuchtung und dem kollektiven Aufwachen, was ein definitiver Unterschied ist zu dem individuellen Aufwacherlebnis, das man hat in einem Erleuchtungserlebnis. Kollektives Aufwachen heißt, dass das alle gleichzeitig erleben und das von da ab. Und das koinzidiert, also das ist genau übereintreffend mit dem, worum es hier geht. Ja, und damit schließt sich der Kreis. Anmerkung, es sind die Originalfolien von seinem Livestream eingebaut. Das heißt, es gibt regelmäßig was mitzulesen und zu sehen am Bildschirm. Genau. Und hier nur kurz als Hintergrund, woraus hier zitiert wird. Die Mahabharata ist die große Geschichte der Bharata, das bekannteste indische Epos. Es ist in Sanskrit geschrieben, es wurde 400 vor Christus und 400 nach Christus niedergeschrieben, beruht aber auf älteren Traditionen, welche vermutet bis in die vedische Zeit zurückgehen. Es umfasst etwa 100.000 Doppelverse und 18 Unterbücher. Und laut diesem Werk sind wir seit dem Jahr 3102 vor Christus nach hinduistischer Mythologie im Kali-Yuga-Zeitalter, das dunkle Zeitalter. Es soll der Zeitpunkt von Krishnas Tod am Ende des Mahabharatas sein. Okay, und hier geht's los. Mit dem zweiten Teil von David Wilcox, Ascension Through the Ages, Aufstieg durch die Zeitalter. Wir auf einem kollektiven Level von freien Willen bestimmen, wann wir durch diesen Übergang gehen. Wann wir bereit sind für diesen Solaren Flash, diesen Aufstiegsprozess. Nun, ich möchte mit dir jetzt über diese ancient, uralten Prophezeiungen sprechen. Weil die alten Prophezeiungen haben genau auf den Solaren Flash hingewiesen. Und wir sind jetzt bereits über eine Stunde hier am Reden. Ich will sicher machen, dass es nicht zu lang wird.
Aber lass uns durch einiges von diesen Sachen hier gehen, weil es ist sehr aufregendes Zeug. Okay, so das erste Prophezeiungsset, durch das wir hier gehen, kommt von den Hindus. Die Hindu-Prophezeiungen von diesem kommenden goldenen Zeitalter. Und sie sprechen im Detail über die Zeiten, in denen wir jetzt sind, als sogenanntes Kali-Yuga. Also diese Kali-Yuga-Prophezeiungen sind bemerkenswert genau. Und die erste, durch die wir gehen, wird gelesen aus dem Mahabharata Buch 3, was das Vanaprava ist. Nun, bevor ich das lese, will ich nur hervorheben, dass das Kali-Yuga diese Idee ist, dass die Welt wirklich verrückt wird. Und in der Hindu-Tradition gibt es eine ganze Serie dieser Fähigkeiten, durch die wir gehen. Und bevor der große Satayuga, der große solare Flash kommt, die sie an einigen Stellen Feuer nennen, wirst du in Kürze hier sehen, wie es Teil der Programmierung ist. Es ist wirklich Teil des göttlichen Skripts, dass die Welt wirklich messed up, wirklich maximal in Chaos ist. Dass die Sachen wirklich schlimm und verärgernd sind. Das ist, worum es in diesem Kali-Yuga geht. Also lass uns lesen, was es in der Mahabharata darüber sagt. Im Kali-Zeitalter bleiben die Brahmanas fern von Gebet und Meditation. Der Kurs der Welt schaut konträr. Und tatsächlich, dies sind die Zeichen des vorauseilenden Schattens der universellen Zerstörung. Und, o Herr der Menschen, zahlreiche Mlekka-Könige herrschen dann über die Erde. Das war das Zitat. Und er sagt, und ich finde das lustig, weil Mlekka ist wie ein onomatopoetisches Wort. Onomatopoesie heißt ein Wort, das genau das klingt, was es meint. Ich meine, Mlekka, wie bäh. So ist es eine ziemlich zutreffende Beschreibung. Es gibt wirklich einen Haufen Mlekka-Könige genau jetzt. Und wir haben massive öffentliche Aufstände, die in Frankreich abgehen. Und sie gehen immer noch mit den gelben Westen protestieren. Und du hörst nichts darüber in den westlichen Medien hier drüben auf der anderen Seite des Sees. Und die gleichen Sachen passieren gerade in Spanien. Okay, Millionen Menschen kommen alle zusammen und marschieren. Also lass uns sehen, was sie sonst noch zu sagen haben hier in den Prophezeiungen. Und diese sündevollen Monarchen, süchtig nach falschen Reden, regieren ihre Themen auf Prinzipien, die falsch sind. Und die Menschen werden kurzlebig, schwach bezüglich Stärke, Energie und Heldentum und bekleidet mit kleiner Möglichkeit und abbauenden Körpern, sprechen sie kaum mehr Wahrheit. Viele Menschen in diesen Zeiten streben danach, Wohlstand zu berauben, welcher im Geheimen aus ihrem Vertrauen entwendet wurde und verheiratet mit sündevollen Praktiken. Erklären sie schamlos, dass es da nichts gäbe, was beraubt worden wäre. Viele Menschen streben in diesen Perioden danach, den Wohlstand zu berauben, der im Geheimen aus dem Vertrauen entnommen wurde. Ende des Zitats. Hier sind wir also. Und du hörst über diese weltweiten negativen Mächte, sündevollen Monarchen, die wo buchstäblich die Welt beraubt haben. Und das ist, was passiert ist. Es gibt eine globale Finanzkrise, eine globale Depression, welche du nicht wirklich sehen kannst, wenn du auf die Börsenzahlen schaust. Das ist, was so clever dran ist. Es gibt eine Aufspaltung zwischen, was die Börsenzahlen machen und was die Menschen in ihrem tatsächlichen täglichen Leben wirklich erleben. Lass uns nun weiterlesen. Und mit nur 16 Jahren werden die Menschen bereits übernommen von Altersschwäche und Verfall. Und die Zeitspanne des Lebens selber beginnt auszulaufen. Wenn die Leben der Menschen zu kurz werden, wird eine Dürre auftauchen für viele, viele Jahre. Ende des Zitats. Also brennen die Menschen in einem sehr jungen Alter bereits aus. Wenn die Lebensspannen der Menschen zu kurz werden, wenn eine Dürre auftaucht, die für viele, viele Jahre anhält. Nun, das ist, was in Kalifornien passiert, genau jetzt. Aber tatsächlich
Was so interessant ist, ist, dass kürzlich sind wir durch einen ganzen Haufen von Regen gegangen. Und das ist wirklich, wirklich cool, weil es darauf hindeutet, dass dieser Deep State Apparat letztendlich oder endlich die Kontrolle über die Wettermodifizierungstechnologie verloren hat. Es gibt einen Haufen wirklich große Briefings darüber und es kommt dabei ein Haufen cooler Stuff raus, wo die Allianz dafür gesorgt hat, dass die Kontrolle über die Satelliten und die Groundbases aufgehört hat. Sie können das jetzt machen. Sie haben einfach den Saft abgedreht. Es hat in Kalifornien wie verrückt geregnet. Das ist alles, was es macht. Es regnet, regnet, regnet jetzt. Nun, der nächste Teil dieser Prophezeiung ist sehr metaphorisch. Und viele Male kommt es auf diese traumartige Weise durch. Also nimm das nicht buchstäblich, aber check's aus. 7 strahlende Sonnen tauchen am Firmament auf und trinken all die Wasser der Erde, die in den Flüssen oder Meeren sind. Und dann, o Bharata, das Feuer, genannt Samvartaka, vorangetrieben durch die Winde, tauchen auf der Erde auf, die bereits getrocknet ist, wie der Zunder durch die 7 Sonnen. Ende des Zitats. Okay, das ist das erste Beispiel, das ich mit dir teile, von dieser sogenannten Samvartaka-Feuer-Prophezeiung, welche in den hindischen Skripten klar mit der Sonne assoziiert ist. Dass es da eine Dürre gibt, dass es schlimmer und schlimmer wird und dass es einen Samvartaka-Solan-Flash gibt. Und was wir dann sehen, ist dieser Übergang ins goldene Zeitalter, welches das Satya-Yuga ist. Während du weitergehst, siehst du, dass es da viele Bezeichnungen gibt dafür. Satya-Yuga oder Krita-Yuga, diese beiden meinen die gleiche Sache. Also lass uns weiterlesen. Und wenn diese schrecklichen Zeiten vorbei sind, wird die Schöpfung erneut beginnen. Die Wolken werden saisonal zu regnen beginnen. Und die Sterne und die stellaren Verbindungen werden günstig stehen, werden vielverheißend stehen. Und die Planeten, während sie ihre Orbits umkreisen, werden sehr glückverheißend. Und überall herum wird Wohlstand und Überfluss und Gesundheit und Frieden sein. Ende des Zitats. So, und die andere wirklich coole Sache über diese Hindu-Prophezeiung ist, dass der Kalki-Avatar dann auftaucht. Und mit ihm 8 Superhuman Faculties, 8 Fähigkeiten. Check das ab. Zitat. Und im Ausschuss der Zeit wird ein Brahmana mit dem Namen Kalki geboren werden. Und er wird Vishnu glorifizieren und eine große Energie besitzen, große Intelligenz und großes Heldentum. Und Fahrzeuge und Waffen und Krieger und Armeen und Ummantelungen von Panzern werden zu seiner Verfügung sein, in dem Moment, wo er dran denkt. Zitat Ende. Also dieser Typ oder dieses Wesen, weißt du, er mag noch nicht mal ein Geschlecht haben, wirklich, diese Wesen scheinen eher androgyn zu sein, aber es manifestiert, was auch immer es will. Es ist ein Krieger der Wahrheit. Es gibt eine Art von, wenn du willst, Außerirdischen da oben. Es ist wie Georgia und Aliens, right? Dieser Dude mit dem Haar ist ein Aliens-Dude. Nun, es gibt die guten Jungs und die schlechten Jungs. Ich glaube, es gibt beides. Die Good Guys, die wirklich, wirklich gut sind. Und sobald wir an einem bestimmten Punkt in unserer Evolution kommen, offensichtlich sind sie dann autorisiert aufzutauchen. Und es ist wahrscheinlich nicht einer von uns, es ist etwas, das wirklich hierher kommt, um uns zu helfen. Und es macht einige amazing Sachen. Also lass uns die Sachen auschecken, die dieser Kalki-Avatar hier bestimmt ist zu tun. Er wird ein König der Könige, immer siegreich, mit der Kraft eines Virtuosen. Ende des Zitats. Dies klingt sehr Messiah-like.
und er wird Ordnung und Frieden wiederherstellen in dieser Welt, die gefüllt war mit Kreaturen und Widersprüchlichkeit in ihrer Geschichte. Und dieser strahlende Brahmana von mächtigem Intellekt, der aufgetaucht ist, wird alles zerstören. Und er wird der Zerstörer aller Negativität. Und er wird das neue Yuga einläuten, eröffnen. Das ist eine wichtige Warnung in diesem Zitat. Er wird der Zerstörer von all diesem Negativen, um das neue Yuga einzuläuten. Umgeben von den heiligen Menschen, die Brahmana. Diese heiligen Personen werden alle Mleka Kings exterminieren, zerstören. Wo auch immer diese niederen und jämmerlichen Personen Zuflucht suchen. Wenn die Brahmanas die Räuber und Diebe exterminiert, zerstört haben, wird Wohlstand überall auf der Erde sein. Zitat Ende. Okay, versuch das zu fassen für eine Sekunde. Wir sehen hier buchstäblich, dass dieser Typ oder dieses Wesen, wer auch immer das Gesetz in seine eigenen Hände nimmt, den Planeten aufräumt und all die Negativität stoppt. Nun, ist das buchstäblich oder bildlich gemeint? Es ist wahrscheinlich viel metaphorisch, weil wenn du wirklich in das gehst, was die Allianz genau jetzt macht, das ist, was passiert. Sie sperren diese Leute ein. In der alten Prophezeiung ist das genau der Part, durch den wir gehen. Und dann sehr wahrscheinlich, sobald die Geheimhaltung dahin ist, werden wir eine Art von Offenlegung sehen. Wir bekommen Informationen über außerirdische Wesen. Wir bekommen Wissen, dass UFO-Sichtungen keine Blasphemie sind, nicht nur feuchte Luft. Dass es da tatsächlich Wesen gibt, die uns besuchen. Dass es da gesamte große Programme in dem militärisch-industriellen Komplex gibt, wo diese Wesen routinemäßig mit Menschen von der Erde interagieren. Und sie haben Superkräfte und sie haben spirituelles Bewusstsein. Wenn du in die Nähe von ihnen gehst, fühlst du diese ausstrahlende Energie. Lass uns nun diese 8 Superhuman, also übernatürlichen 8 Fähigkeiten dieses Kalki-Avatars besprechen. Die sind nämlich sehr cool. Das kommt von dem virtuellen Maastricht-McLuhan-Institut. Und im Allgemeinen sagen sie, dass dieses Wesen große Energie, Macht, Beherrschung, Überragendheit, Tapferkeit, übermenschliche Kräfte. Also eine der Fähigkeiten, welche dieser Avatar hat, ist die Fähigkeit, klein zu werden, was sie Anima nennen. Er kann sehr leicht werden, er kann auf Wasser wandeln. Nun erinnere dich, diese Prophezeiung ist eine lange Zeit vor Jesus, eine lange Zeit vor der Bibel geschrieben worden. Und er wird beschrieben mit der Macht, alles manifestieren zu können. Das ist wahrlich kaum zu übertreffen, auch die Fähigkeit, Bewusstsein zu projizieren und tatsächlich negative Wesen dazu zu bringen, zu machen, was du willst, womit du sehr vorsichtig sein solltest. Zweitens, extrem leicht zu werden. Lagima. Drittens, die Kraft, alles zu erreichen. Viertens, unwiderstehbarer Wille. Prakamya. Fünftens, limitless bulk, unbegrenztes Material. Mahima. Welches die Fähigkeit bedeutet, auch sehr, sehr schwer zu werden. Und tatsächlich kann das in manchen Fällen nützlich sein. Sechstens, supreme dominion, überragende Beherrschung. Isita. Dieses Wesen hat diese Fähigkeit. Das ist das, worüber es hier bei Nummer 6 geht. Bei der Auflistung dieser 8 Fähigkeiten. Siebtens, subjugation by magic, Unterdrückung durch Magie, Vasita. Subjugation heißt etwas niedrig halten. Das ist eine der Dinge, an denen ich gerade anhalten will. Hier geht es um Selbstbeherrschung über die animalische Seite,
über deine materiellen Leidenschaften. Das ist sehr wichtig für die Hindus. Sie glauben, dass du nicht dich gefangen finden willst in deinem Ego. Sie glauben, dass es gut ist, dich nicht in Materialismus zu verfangen oder in Wohlstand oder auch indem du dich selbst verteidigst oder eifersüchtig, verführend, trickreich, lügend und so weiter bist. Es ist wichtig, die Kontrolle über dein niederes Selbst zu haben, um in diesem sehr angeregten Zustand des Bewusstseins zu bleiben, wo du liebend bist und strahlend und du bist unterstützend für andere Menschen. Das ist also die Qualität, worüber sie hier gesprochen haben. Lass uns nun weitergehen in der Selbstbeherrschung durch Magie. Erneut bezieht sich das auf die Unterdrückung deiner animalischen Seite. Und achtens, die Kraft, alle Wünsche zu unterdrücken. Karma Vasayita. Und du siehst, sie haben tatsächlich drei verschiedene Unterteilungen nur dafür verwendet. Nun jetzt will ich dich in die Wissenschaft des Samvartaka, des Hindu-Solan Flashs, einführen. Weil das ist, wo was passiert. Und was sie uns sagen ist, dass der solare Flash passiert, nachdem die Erde ihren schlimmsten Punkt erlebt hat. Nun, wenn du nur nach dem Wort Samvartaka suchst, findest du 12 verschiedene Referenzen. Du siehst hier die Seite sacredtext.com hat das Wort Samvartaka drinnen und du siehst hier, dass es genau 12 Ergebnisse gibt. Das ist Mahabharata ist aufgelistet auf dieser Sacred-Text-Seite. Also das ist eine gute Art, die Hindu-Texte zu durchsuchen und rauszufinden, was da ist. 12 Verweise. Nun, das klingt nicht nach viel. Und das ist der nächste große Schlüssel. Du änderst es von Samvartaka zu Samvarta. Und wenn du das machst, tauchen jetzt weitere 31 Referenzen zu Samvarta in den Hindu-Schriften auf. Buddhismus hat die gleiche Sache. Bei ihnen heißt Samvata Feuer und wir transferieren von Hinduismus zu Buddhismus. Aber dann wird es sogar noch wahnsinniger, wenn du, wie es mir letztlich passiert ist, den Ausdruck Yuga Feuer entdeckst. Weil jetzt, wenn du das eintippst, dann findest du 187 Referenzen auf das Yuga Feuer in der Mahabharata. Das sind Suchmaschinenergebnisse für Yuga Feuer auf sacredtext.com. Nun müssen wir das ein bisschen aufteilen. Nicht immer ist Yuga genau neben Feuer, aber wenn die beiden genau zusammen sind, sind es immer noch 122 Referenzen. Bezüglich des Feuers am Ende des Kali-Yugas. Und tatsächlich, die meisten dieser 187 Referenzen beziehen sich immer noch auf epische Events am Ende dieses Yugas. So ist es, wenn wir es zusammenfassen, ungefähr 157 Referenzen. Ich werde nicht verrückter werden als das. Der Punkt ist der. Das ist ein sehr häufig diskutiertes Thema. Es ist eine angenommene Tatsache, ein Fakt, innerhalb dieser Lehre. Und alles ebnet den Weg in dieses wundervolle Satya-Yoga. Wenn Sie sagen, Yoga-Feuer, ist es eine sehr spezielle Referenz, wo Sie davon sprechen, dass Energie von der Sonne ausgesendet wird. Blendendes helles Licht, welche die Sonne abgibt. Die Hindu-Schriften hinterlassen da keine Doppeldeutigkeit in dem, was sie vorhersagen. Es wird genauso beschrieben und wie du gesehen hast, gibt es mindestens 157 Bezugnahmen darauf. Jeder spricht in der Mahabharata darüber, als ob es einfach nur eine allgemein bekannte Sache wäre. Dass da dieses Samvartika-Feuer am Ende des Zeitalters ist oder ein Samvarta- oder Yuga-Feuer am Ende des Yugas-Zeitalters. Die Sonne strahlt dieses amazing, radiante, strahlende Licht aus. Und wenn du bereit dafür bist, wirst du durch es transformiert. Das ist, was es auslöst, das ist, was es kickstartet. Das Satya Yuga. Und es transformiert alles auf unserer Welt, was wir nur kennen. Lass uns nun darauf schauen, was ist das Satya Yuga? Das Satya Yuga ist gemäß hinduistischem Glauben das goldene Zeitalter von Gerechtigkeit, Freiheit von Sünde, gezeichnet durch Langlebigkeit, physische Stärke, Schönheit und Statur.
Und in den Tagen, als das geschrieben wurde, heißt es, es gab Riesen in diesen Tagen, deren moralische, mentale und physische Stärke ihnen ermöglichte, sehr lange Phasen von Enthaltung und Zurückhaltung, das Wort hier ist Kontinence, und das Originalwort hier ist Brahmacharya und Tapas, und das bedeutet lange ohne Körperfunktion, also ohne Essen, Trinken und mit selbst auferlegter Sparsamkeit leben zu können, beziehungsweise in lange Phasen von diesen zu gehen. Und Tapas, was bedeutet, all den weltlichen Wohlstand abzulehnen? Was hier wichtig ist anzumerken, ist, dass Hinduismus, wo diese Geschichten über den Mönch im Wald herkommen. Und das hat sich bis zu einem gewissen Grad auch auf den Buddhismus übertragen. Doch es gibt andere spirituelle Traditionen, die uns mitteilen, dass du tatsächlich schon Gebrauch machen kannst von den Ressourcen der Welt. So wie im Law One, sie sprechen darüber, du kannst heute nicht in einer Höhle wohnen. Das ist nicht die Antwort. Du musst dich wirklich um dich kümmern und daher bekommt die wahre Disziplin, wie du das machst und immer noch ein spirituelles Leben lebst. Das ist, wo die Sachen wirklich interessant werden. Lass uns weiter über das Satya Yuga lesen. Nun erlaubt Langlebigkeit langanhaltende spirituelle Übungen. Leben hängt dann vom Kern, vom Wesentlichen ab. Und es dauert eine bestimmte Anzahl von Jahren, genannt Lak, wo die Menschen sterben, nur weil sie sich entschieden haben zu sterben. Und ihre Statur ist 21 Cubits, erscheinen Riesen zu sein. Das ist wahrscheinlich eine Übertreibung von wie groß sie waren. Doch erneut ein anderer Ausdruck für das ist Krita Yuga, welches 72 Bezugnahmen in der Mahabharata hat. Wie du hier auf der Seite Sacred Text siehst. Also werden wir nun über das Kana Prava lesen. Das ist das, was wir auf eine Art und Weise an diesen alten Aliens lieben. Wie Menschen mit kranken Augen sind sie unfähig, in die Sonne zu schauen. Sungazing. Die Kauravas, die Wesen in diesen Schriften sind, konnten nicht auf Yaya schauen, welche schienen besessen zu sein von der Energie der allzerstörenden Sonne, die am Ende des Yogas aufsteigt. Während sie Speere für ihre Strahlen haben und Gandiva für ihre wunderschöne kreisrunde Scheibe. Nun, es gibt weitere Referenzen in der Mahabharata auf diese Vimanas, diese tatsächlich silbrigartigen Scheiben, in denen sie rumgeflogen sind. Und sie waren sehr spezifisch mit der Beschreibung. Sie machen kein Geräusch. Sie können durch Berge fliegen. Sie haben eine Art von Teilchenstrahlwaffen. Nun, das ist wirklich cool, wenn du eine Bezugnahme auf diese fliegenden Untertassen in den alten Schriften findest. Und du erfährst über das Yuga-Feuer, welches am Ende des Zeitalters stattfindet. Lass uns ein weiteres Beispiel haben, wie dieses Buch 12, Santipava, in welchem wir über dieses wirklich aufregende, aufgestiegene Wesen, welches sich selbst Mahadeva nennt, den großen Gott Mahadeva, erfahren. Der große Gott Mahadeva Prana und Apana aussendet, die beiden ersten der fünf Lebensatemzüge, indem er seinen Mund korrekt zumacht und Strahlen auf jede Seite aussendet, ist dort aufgetaucht. Viele Augen besitzend, der Besieger aller Feinde, sodass sogar der Herr aller Götter der Götter plötzlich aufstieg aus dem Loch, in dem das heilige Feuer war. Ende Zitat. Nun, worüber wir hier sprechen, es scheint, dass diese Arten von energetischen Wesen, welche sich selbst dann in einen Raum projizieren, egal ob da Menschen in 360 Grad um sie stehen, werden so ausschauen, als ob du genau auf sie schaust, wenn du auf sie schaust. Also scheinen sie multiple Gesichter zu haben. Das ist, wie die Menschen es interpretiert haben. Jeder bekommt eine unterschiedliche Gedankenprojektion von diesem Wesen, sodass sie dann diese Sachen machen können, die du in einigen der Hindu-Kunstwerken siehst, wo es da diese Wesen gibt, die diese ganzen verschiedenen Gesichter haben. Weil egal, wo du stehst, schauen sie immer genau auf dich.
Das ist diese bestimmte Art von radiantem Licht, von ausstrahlendem Licht, welche von einem Wesen auf einer viel höheren Ebene ausgeht, als die normalen ETs, welche Teil der Welt zu sein scheinen in den Hindu-Skripten. So, dass es tatsächlich eine Multispezies-Kultur auf der Erde war zu dieser Zeit. Doch wenn es um dieses Mahadevas Licht geht, das ist so interessant, lass uns hier mehr drüber lesen. Die Strahlenkraft von 1000 Sonnen besitzend und aussehend wie ein weiteres Samvartaka, lächelte der große Gott sanft auf Daksha und sich ihm zuwendend sagte er: Was, O Brahmana, soll ich für dich tun? Zitat Ende. Also er schaut aus wie ein weiteres Samvartaka. Das liegt nahe, dass die Menschen dieser Kultur wussten, dass die Sonne das macht. Sie wussten, dass die Sonne diesen Big Flash von Energie aussendet. Und dann wird es manifestiert. Es hat eine energetische Qualität, nur indem man auf es schaut. Nun erneut, sie sprechen über diesen solaren Flash, so als ob jeder weiß, was da abgeht. Nun gebe ich dir eine weitere Bezugnahme. Dieses aus dem Buch 13. Anusasanikapava. Wahrlich, Mahadeva schien wie der Herr der Sterne, während er in seiner Fülle ist. Das Feuer, das aus dieser Energie geboren wurde, setzte sich in großer Strahlung neu zusammen, als ein Blitz in den Wolken. Es schien, als ob 1000 Sonnen dort aufgehen, jede Seite erfüllend mit einer glanzvollen Herrlichkeit. Die Energie des überragenden Herrn sah aus wie das Samvartaka-Feuer, welches alle Kreaturen am Ende des Yugas zerstört. Ende des Zitats. Und erneut, das ist wahrscheinlich eine Fehlübersetzung, es zerstört alle Negativität. Denk darüber nicht über eine Art von Ausrottungsevent. Denk darüber als eine Transfiguration, also eine im übertragenen, bildlich gemeinten Sinne Botschaft. Und all diese verschiedenen Prophezeiungen sagen dir, dass wenn du dafür bereit bist, auf dieses kosmische Sprungbrett zu gehen, und du gehst durch etwas wirklich Großartiges. Nun, die nächste Sache, worüber wir hier sprechen, ist eine Zeitspanne großer Drangsal oder Trübsal, welche dem vorausgeht und zu dem Event führt. Und wir lesen das aus dem Buch 3, das Vana Prava, und sie sprechen erneut über das Samvartika-Feuer. Das ist ein sehr aufregendes Zitat darüber. Und dann, O Bharata, das Feuer, genannt Samvartika, angetrieben durch die Winde, die auf der Erde auftauchen, die bereits zu Zunder getrocknet ist durch die 7 Sonnen. Und dann wird dieses Feuer, welches durch die Erde dringt, auch in den unteren Regionen auftauchen. Anmerkung von ihm, welches unter der Oberfläche der Erde ist, die Untergrundwelten, in denen sie leben. Was wir von unseren zahlreichen Insidern wissen. Offensichtlich führt dies zu großem Terror in den Herzen der Götter, Danavas und Yakshas. Und, O Herr der Erde, die niederen Regionen vernichtend und alles auf der Erde, dieses Feuer zerstört alle Dinge in einem Moment. Wieder Korrektur, alle negativen Dinge. Und das, O Herr aller Dinge, dieses Feuer, welches mit großer Leuchtkraft brennt, dieses Universum vernichtet, mit ihren Göttern und Asuras und Gandhavas und Yakshas und Schlangen und Rakshasas. Und es steigen am Himmel große Massen von Wolken auf, die ausschauen wie Herden von Elefanten. Leuchtgrenzen des Lichts sind sie wundervoll wahrzunehmen. Und einige dieser Wolken sind gefärbt wie der blaue Lotus, und einige haben die Farbe von Wasserlilie, und einige ordnen sich in der Farbe der Filamente des Lotus an. Und manche sind purpur und manche sind gelb. Und manche haben den Farbton von Kräheneiern. Zitat Ende. Und das hat tatsächlich einen direkten Bezug zu der Vision, die Cory Gott hatte, als wir über das gesprochen haben, was ungefähr vor 1,5 Jahren war. In welcher er eine Vision hatte, die ihm von diesen engelhaften Wesen gezeigt wurde, welche dieses solare Flash-Event beschrieben haben.
Und der Himmel darin war komplett erleuchtet mit Aurora Borealis, zahlreicher Regenbogenfarben. Als er mir das mitgeteilt hat, war das sehr aufregend für mich, weil ich habe diese Prophezeiung aus den Hindu-Schriften erinnert. Und ich konnte niemals verstehen, warum ein heller, weißer, solarer Flash, so wie er an verschiedenen Stellen der Mahabharata beschrieben wird, diese rainbowfarbigen Lichter im Himmel erzeugen kann. Nun, die Antwort ist, wenn die Sonne eine große Welle von Energie abgibt, dann sind die Regenbogenfarben die Aurora Borealis. Weil die ganze elektrische Partikelaktivität in unserer Atmosphäre eine erstaunliche Aura erzeugt. Also eine dieser Sachen, die wir sehen werden, ist, dass der ganze Himmel mit regenbogenfarbigem Licht überzogen ist. Und das ist sehr aufregend, richtig? Weiter im Zitat. Und, O Muni, wenn die fiesen und böswilligen Daityas und Rakshasas unfähig sein werden, getötet zu werden bei den ersten der Götter, die auf Erden geboren sind. Seine Anmerkung, das sind grundlegend Reptilien, begründet auf der Forschung, die wir gemacht haben. Weiter im Zitat, hier geht es um dieses Avatarwesen. Ich gebäre mich dann in die Familien virtuoser Menschen und ich nehme menschlichen Körper an und ich stelle die Tranquility, das ist die Stille, den Ruhepol, wieder her, indem ich alles Böse exterminiere, vernichte. Nun lass uns genau dafür einen Moment anhalten, weil jeder mag gern so buchstäblich bezüglich dieser Prophezeiungen werden. Was ist, wenn es nicht buchstäblich ist? Was ist, wenn es metaphorisch gemeint ist? Was ist, wenn das, was die Allianz jetzt macht, die Erfüllung der Prophezeiung ist? Wenn gegen die Bad Guys, diese Mlekka-Könige, aufgestanden wird, Widerstand geleistet wird? Das ist so aufregend, was ich auch in diesem Question and Answer on Ascension Video erzähle. Das ist, was so aufregend bezüglich dieser Anklageschriften ist. Das ist, was so aufregend ist über die Idee, dass die Tribunale begonnen haben, welche tatsächlich genau das tun. Wir erfüllen die Prophezeiungen. Wir haben der Held zu werden. Wir haben diesen Mantel von Verantwortung zu übernehmen. Und es scheint, dass es auch eine Art von Solam-Flash geben wird, der passiert. Während wir den Punkt erreichen, welcher dieses goldene Zeitalter Kick startet. Ich wollte das Ganze nicht so lang machen, aber ich habe noch etwas Zeit übrig. Also will ich in Zoroastrianismus gehen. Nun, das ist wirklich cool. Die Bibel von Zoroastrianismus bezüglich historischer Forschung wird genannt die Geschichte von Zoroastrianismus. Und das ist ein monsterdickes Buch und es repräsentiert die beste Schule aller verschiedenen kleinen Schnipsel von Papyrus oder was auch immer sie finden konnten, um diese seltsame persische Religion zu rekonstruieren. Und das ist sehr cool. Es liest, die zukünftigen Erwartungen von Zoroaster wurden festgesetzt auf diese geliebte und gewohnte Erde. Es ist auf diesem Planeten, dass er wiederhergestellt wird zu seiner originalen Perfektion. Dass das Königreich dieses messianischen Wesens, das sie Ahura Mazda nennen, kommen wird. Gleiches Konzept, messianisch. Und die Gesegneten sind hier, um ewig zu leben. In seiner Präsenz, feste Körper auf festem Grund. Es ist ein Ende der Geschichte, die vorhergesagt wurde, nicht das Ende der Welt. Ende Zitat. Wie viel wichtiger als das kannst du denn werden? Die Idee ist, dass das was ist, was hier mit uns auf dieser Erde passiert. Genauso wie sie in den Hindu-Schriften sagen, dass diese Avatar-Präsenz als Menschen geboren wird. Menschen sind die Helden. Die Helden nehmen sich der Sache an. Das ist, wie scheint, was passiert, während es einige aufregende öffentliche Offenlegungen gibt. Nun lass uns über die Zukunftsprophezeiungen des Zoroastrianismus sprechen. Zoroasters grundlegende Botschaft war, dass der Triumph des Guten kommen würde, wenn das Böse fortlaufend geschwächt wurde. Durch die fokussierten Anstrengungen der einfach nur menschlichen Werte wie Gerechtigkeit, Glaube, Freiheit und Freude, welche dann auf der ganzen Welt ansteigen werden und welche der Tyrannei, Feindlichkeit,
Eifersüchtigkeit, Überheblichkeit und Ungerechtigkeit gegenübersteht. Und es wird hinwegschmelzen. Ist das nicht großartig? Zoroaster empfing die Befreiung der Welt, welche abhängig ist sowohl vom kosmischen Streben und der Summe der individuellen menschlichen Entscheidungen. Und diese zwei kombinierten Aspekte von Zoroasters Lehren betonen unsere individuelle Verantwortung und die Sorge für den gesamten Kosmos. Das ist, was seine Doktrinen ziemlich relevant für die Angelegenheiten und die Probleme des hellenistischen Zeitalters machen. Hoffentlich kannst du das alles sehen. Nun, sie haben über diesen zukünftigen Körper gesprochen, welchen wir bekommen werden. Dass am letzten Tag die Knochen derer, die spirituell tot, aber nicht physikalisch tot sind, das ist eine sehr interessante Unterscheidung, dass sie wieder eingekleidet werden in diesen spirituellen Körper, neu animiert durch die Seele. Dies ist nun wieder ein Thema der Interpretation. Gemäß Zoroaster besitzt jedes Wesen oder Ding, egal ob es bewegt ist oder unbewegt, seine eigene in ihm wohnende Kraft oder Geist. Und der Schöpfer erschafft diese Geister zuerst und dann die materiellen Formen. Und am Ende der Zeit wird es eine Rückkehr geben zu dieser spirituellen Perfektion in diesem sogenannten zukünftigen Körper, wo die, die gesegnet sind, in dieses Königreich der Wahrheit eingehen. In der idealen Form ist es eine Seele, die in einem Körper wohnt, der unsterblich und nicht vergehend gemacht wurde. Und es gibt einige sehr interessante Ähnlichkeiten zwischen Zoroastrianismus und Christentum, die ich hier hervorheben will. Weil als erstes zum Beispiel diese drei weisen Männer, die kamen, um Jesus zu sehen, sie haben alle zoroastrische Kleidung getragen und zoroastrische Geschenke. Und die goldene Räucherei und Myrrhe. Es ist genau aus diesen Skripten der zoroastrischen Geschichte. Und es sagt auch, dass sie nach einem Messias gesucht haben, welchen sie Chianti nennen. Und als sie diese Zeichen sahen, sind sie dem Stern gefolgt. Das war, dass sie gedacht haben, dass sie den Messias gefunden haben. Und man findet es in der Bibel und auch in anderen Kulturen. Und sie sagen, es ist nicht unterscheidbar. Es hat nicht einen Punkt von Herkunft, diese Geschichte. Also lass uns über die Ähnlichkeiten zwischen Zoroastrianismus und Christentum reden, weil es gibt viele davon. Beide glauben an einen überragenden, liebenden Gott. Beide haben, was scheint, Konzepte von Himmel und Hölle zu sein und ein individuelles Urteil. Und sie lehren beide die Idee eines abschließenden Events, wo es einen ultimativen Triumph von Gut über Böse gibt. Das Böse wird komplett vertilgt. Beide haben einen strengen moralischen und ethischen Code. Beide haben eine messianische Figur, die kommt, um den Planeten wiederherzustellen. Genauso wie wir es in den hinduistischen Schriften gesehen haben. Sie haben Konzepte von Selbstaufgabe und einem finalen Gericht. Und ewigem Leben. Und die Worte Satan, Paradies und Amen sind zoroastrischer Herkunft. Nun, das Schlüsselwort, das du aus diesem Zoroastrianismus wissen willst, für diesen solaren Flash, ist Frashgokereti. Also lass uns das aus Encyclopedia. Die genaue Übersetzung dieses Wortes ist, es wunderbar machen. Es bezieht sich auf eine Rehabilitation der Existenz. Es war auch das Wort Frashgird, ein mittelpersischer Ausdruck für das letzte Gericht oder für den finalen Tag der Existenz der Menschheit. Und der avestanische Ausdruck leitet sich ab von die Existenz überfließend zu machen. Splendid. Großartig. Ich werde dir von einer weiteren Enzyklopädie über Frashgokereti vorlesen. Es wird ganz klar darauf hingewiesen, was das Leben frascher oder wunderbar macht. In was werden wir uns hier verwandeln? Es wird ohne Alter, ohne Zerfall, nicht verrottend, nicht putrefying.
für immer lebend, für immer strebend, herrschend nach Wille. Die Toten werden auferstehen, empfangen von dem einen, der nicht vergeht. Und Leben wird neu erschaffen, auf eine exzellente und perfekte Weise. Anmerkung von ihm, das ist wirklich heavy stuff. Falschheit wird aus der guten Schöpfung ausgetrieben. Zurück zu dem Ort, woher es kam, aus seinem zerstörenden Zweck. Ashtuaut Arautja, das ist ihr Messias in diesem Zurianismus, wird auftauchen aus dem See Hamun. Erneut, das ist alles metaphorisch. Während er die siegesvolle Waffe schleudert, welche andere Helden vor ihm getragen haben. Und er wird Falschheit aus der Welt der Wahrheit vertreiben. Mit seinem Blick der Einsicht und Stärke wird er die gesamte körperliche Welt unzerstörbar machen. Anmerkung von ihm, das heißt, nichts Schlechtes passiert mehr. Seine Gefährten werden fortschreiten in Wut und diese bösen Wesen werden vor ihm fliehen. Gute Gedanken überkommen böse Gedanken und die wahrheitsmäßig gesprochenen Worte überkommen die falsch gesprochenen Worte. Ganzheit und Unsterblichkeit besiegen beides, Hunger und Durst. Und schließlich wird dieses böse Wesen Anra Mainyu, auch Ahriman, machtlos aufgeben. Zitat Ende. Also kannst du sehen, es gibt hier eine sehr interessante prophetische Information, die wohl zeigt, dass alles beginnt, sich auszurichten. Und ich gehe da nicht durch alles durch, ich gebe dir nur ein paar dieser verschiedenen Prophezeiungen. Und ich will hier zu dieser nächsten übergehen, von revolvi.com über Frasco Retti. Und zwar, auf der Erde wird der Saoshiant die Befreiung der Toten bringen, in den Körpern, die sie hatten, bevor sie starben. Anmerkung von ihm, ich glaube, das ist metaphorisch. Dies ist gefolgt von einem letzten Gericht. Die Yasatas, Aryaman und Ata werden das Metall in den Bergen und Hügeln schmelzen. Und das Molton-Metall wird dann über die Erde wie ein Fluss fließen. Ende des Zitats. Also das ist eine sehr interessante Verbindung, weil erneut im Hinduismus beschreiben sie ganz genau, wie die Sonne einen Flash abgibt. Und sie nennen es das Sonnenvertikafeuer. Und sie sagen, dass es dieses brillante, blendende, weiße Licht hat, welches offensichtlich auch die Atmosphäre aktiviert und eine Aurora Borealis auslöst. Im Zoroastrianismus ist es nicht, dass die Sonne irgendwas macht. Aber was sie haben, ist diese Präsenz von geschmolzenem Metall. Ist es diese Präsenz von geschmolzenem Metall, diese Energie? Also ist es eine energetische Manifestierung? Nun, es könnte sein, weil Zoroaster ist sehr viel später herausgekommen als die Mahabharata. Die Mahabharata ist ein genialer, uralter Text. Während Zoroaster wirklich in der Zeit vor Christus gelebt hat, aber nicht so weit vorher. Also ist es nicht so weit zurück zu der Mahabharata. Also glaube ich, dass Zoroaster diese Visionen gegeben wurde und er hat sie niedergeschrieben, so gut wie er konnte. Und es wird eine Art Telefonspiel. Du bekommst nicht alles von der Nachricht genau auf die Art und Weise, wie du willst. Also ist diese Zoroaster-Vision von dieser Idee, dass geschmolzenes Metall die Berge runterläuft, könnte das gleiche gewesen sein, wie dass er dieses Solare Flash-Event sieht, mit diesem blendenden weißen Licht, und dann versucht, die Vision zu interpretieren, auf eine Art und Weise, wie er es eben verstehen kann. Oder hat er einen Traum, und in diesem Traum waren die Berge wirklich bedeckt mit einer Art geschmolzenem Material. Wie auch immer, wenn du wirklich tief schaust in diese ganzen Skripten und du schaust, dass du präzise genug wirst, ist das das Wort. Das ist, was es heißt, die innenliegende Bedeutung zu verstehen. Es gibt eine Verbindung. Nun gibt es eine interessante Stelle. Alle Menschen, sowohl die Lebenden als auch die Toten, werden durch diesen Fluss warten müssen. Doch für die Gerechten, Ashavan, wird es scheinen wie ein Fluss warmer Milch, während die Bösen verbrannt werden.
Und der Fluss wird zur Hölle fließen, wo es Angra Mainyu, und seine Anmerkung dazu ist, Angra ist die Herkunft des Wortes Anger. Das ist der Teufel. Satan und der Satariman ist ein weiteres Wort, das aus dem Zoroanismus hervorgeht. Also wo ist Angra Mainyu und die letzten Überreste von Boshaftigkeit im Universum vernichtet. Und er sagt, nun, das ist erneut diese seltsame solare Flash-Prophezeiung. Danach wird die Menschheit wie die Amenas Bentas werden. Das sind spirituelle Wesen. Ohne Essen leben, ohne Hunger oder Durst und ohne Waffen oder die Möglichkeit, körperlich verletzt zu werden. Das Material der Körper wird so leicht sein, dass es keinen Schatten wirft. Das ist, was ihm die Visionen gezeigt haben. Die ganze Menschheit wird eine einzige Sprache sprechen und einer einzigen Nation angehören, ohne Grenzen. Alle werden einen Zweck und Ziel teilen und dem Göttlichen beitreten für eine ewige Aussendung glorreicher Göttlichkeit. Und an dieser Stelle kann man jedes Wort, das man will, für einen Schöpfer einsetzen. Nun, diese Arbeit am Rande ist, was mich Jahre gekostet hat, sie zu tun. Und niemand sonst hat sie getan. Es gibt keine konventionelle Schule, die ich finden konnte, die wo diese verschiedenen Prophezeiungen zusammengefasst hat, bezüglich dieser Substanz. Also musste ich das für uns machen. Also hat es mich dazu geführt, dass ich Papers gefunden habe, die wo römische oder griechische Prophezeiungen beschrieben haben. Und diese Papers wurden nur von 52 Menschen gelesen. Auf der ganzen Welt. Und ich bin drüber gestolpert, als ich an meinem ersten Buch, Source Field Investigations, gearbeitet habe. Und das hat alles so gut zusammengefasst. Es war die am meisten obskure, magische Schule, die man sich vorstellen kann. Doch es verlinkt sich durch. Lass uns jetzt darüber nachdenken. Und ich habe dir noch nicht mal all die Prophezeiungen gesagt. Es gibt einen Haufen Stuff über diese Prophezeiungen in den ägyptischen Schriften. Und es gibt noch viele weitere Bezugnahmen. Ich gebe euch einfach nur eine Auswahl für dieses spezielle Video. Doch jetzt will ich über Stoismus sprechen, was eine spezielle Variation einer römischen Philosophie ist. Und die Stoiker hatten tatsächlich ein Wort für diesen Solar Flash. Und das Wort, das ist erstmal sehr verwirrend, weil als ich das erforscht habe, habe ich herausgefunden, dass es auf 4 verschiedene Arten geschrieben werden kann. Abhängig davon, ob es ein C oder ein K ist oder ein Y oder ein U im Wort. Und die am meisten verwendete Schreibweise siehst du hier mit einem K und einem Y. Pyrosis. Ekpyrose. Aber es gibt auch andere Arten, es zu schreiben. Nun, was ist Ekpyrosis? Es ist tatsächlich ein Wort für diesen Solar Flash, welches sehr gängig war bei den Römern. Es ist ein Teil der römischen Philosophie. Ekpyrosis ist ein stoischer Glaube in die periodische Zerstörung des Kosmos durch eine große Konflagration jedes große Jahr. Konflagration heißt heftiges Feuer. Der Kosmos wird dann neu erschaffen, was sie Palingenesis nennen, nur um wieder zerstört zu werden am Ende des neuen Zyklus. Also ist es sehr zyklisch. Diese Form von Katastrophe ist das Gegenteil eines Kataklysmus, was die Zerstörung der Erde durch Wasser bedeutet. Das ist, wo das Wort Kataklysmus herkommt. Dieses Konzept von Epirosis wird dem Chrysippus zugewiesen durch den griechischen Historiker Plutarch. Ja, und dann hat er hier im Originalvideo einen Hustere und dann kommt er auf ein neues Thema. Und die nächsten 20 Minuten, was er da erzählt, fasse ich jetzt mal frei zusammen. Das ist nämlich voll die Geschichte. Und zwar sagt er, dass das Zeichen auf dem Dollar, da steht Latein geschrieben, Anuit Quaeptes Novus Ordo Seclorum. Und er hat recherchiert, was das heißt. Und das geht zurück auf jemand, der das ausgegraben hat, dass das auf römische Prophezeiungen zurückgeht. Die hatten 12 Orakel und eins davon hat Bücher geschrieben, die
Prophezeiungen enthielten über das Römische Reich und die Zeit danach. Ja, und diese Orakel waren Frauen, die Tempel hatten, die Priesterinnen hatten und die, ja, ähnlich wie das Orakel von Delphi, eben in einen trauerartigen Zustand gekommen sind und dann konnte man sich da seine spirituellen Weissagungen abholen. Und da gab es im Speziellen eine von diesen Zwölfen und die hat in der Nähe von einem Vulkan, beziehungsweise direkt auf einer Insel, auf einer Vulkaninsel, ihre Stätte gehabt. Und die Gase von dem Vulkan kombiniert mit, also er beschreibt das, das sind die vulkanischen Gase in Hawaii. Und er sagt, man soll es nicht machen, auch wenn man in der Nähe davon wohnt. Das ist Carbonmonoxid und es ist sehr gefährlich. Sie hat damit mit Carbonmonoxid und Ethylen, das gibt zusammen mit dem psychedelischen Verbund, und sie ist damit in den Trancezustand gefallen und sie hat ihre Prophezeiungen niedergeschrieben. Und die Menschen haben begonnen, die ganzen Blätter, wo sie das draufgeschrieben haben, zu sammeln. Und sie haben sich die Prophezeiungen angeschaut und sie wurden sehr aufgeregt darüber, weil sie herausgefunden haben, dass es wahr wird, was sie schreibt. Und damit hat sie irgendwann die Aufmerksamkeit des Königs bekommen und sie hat dann 9 Bücher mitgebracht. Und sie sagte, dass diese 9 Bücher die gesamte zukünftige Geschichte von Rom und die zukünftige Geschichte darüber hinaus beinhalten. Und die Geschichte ist wohl, dass er sie am Anfang nur ausgelacht hat. Sie wollte 9 Säcke von Gold dafür. Und sie hat dann begonnen, die Bücher eins nach dem anderen zu verbrennen. Und als dann nur noch 3 Bücher da waren, sind die Priester eingeschritten und haben den König auch echt gebeten. Und er hatte dann wirklich wohl die letzten 3 Bücher abgekauft. Und was dann daraus geworden ist, dass die Römer die an den Ort gebracht haben, der von allen Orten der am allermeist gesicherteste war. Weil wenn die Feinde das in die Hand bekommen würden, dann wäre es natürlich auch der Untergang des Römischen Reichs. Und er sagt, dass letztendlich all die Prophezeiungen, die drin waren, dass die Römer nicht so weit entwickelt waren, die weil sie oft sogar genau durch das Wissen, dass es passieren würde, invers wieder ausgelöst haben, dass es passiert. Also dieses Zeitmaschinenparadoxon. Und ja, letztendlich ist das Römische Reich untergegangen und er sagt, in diesen letzten Tagen des Römischen Reichs wurde es gestattet, dass die Bücher transferiert werden, beziehungsweise der Teil der Prophezeiungen enthält, die über die Zeit des Römischen Reichs hinausgehen. Und die sind wohl erhalten geblieben und darauf bezieht sich diese Dollarnote. Und er sagt auch, diese Art von selbsterfüllender Prophezei ist auch das, was im Matrix-Film angedeutet wird, wo Neo dieses Orakel trifft, diese alte Lady, die Zigaretten raucht. Und sie sagt zu Neo, mach dir keine Sorgen über die Vase. Und er ist wie, welche Vase? Und im nächsten Moment dreht er sich um und die Vase fällt runter. Das ist diese Frage. Und das ist die Frage, die dein Hirn verrückt macht, so wäre sie auch zerbrochen, wenn sie das nicht gesagt hätte. Nun, das ist eine moderne Version, eine Interpretation dieses römischen Mythos. Und es war ein gewisser Charles L. Totten, der einen Brief an den Secretary von den US-Finanzen schrieb, an Charles Folger, und zwar 1882. Und dieser Charles Totten teilt eben mit, was Novus Ordo Seclorum heißt. Es kommt von den Sibyllinen Mysterientexten. Diese hochklassifizierten römischen Dokumente dieser Psychic-Frau, die ihm gestattet wurden, dass ein gewisser Virgil kopiert und damit erhält. Und es ist eine Prophezeiung über, was genau jetzt passiert. Und dieses Novus Ordo Seclorum ist eine gekürzte Version einer römischen Phrase. Und die Übersetzung dessen ist, und es bedeutet, eine mächtige Ordnung von Zeitaltern wird neu geboren. Und er sagt, es ist genau diese Solar Flash Prophezeiung. Und er zitiert weiter aus diesen Sibylles, aus diesen römischen Schriften. Und zwar,
Sowohl die prophetische Jungfrau und das saturnische Königreich werden nun zurückkehren. Jetzt wird ein neues Zeitalter aus den sanften Himmeln herabgelassen, und der Junge wird bald geboren werden, in welchem das metallische Zeitalter zu einem Ende kommt. Und das goldene Zeitalter wird erneut aufsteigen, auf der ganzen Erde. Und er sagt dazu, das ist buchstäblich die Lichtkörperaktivierung. Das ist die Aktivierung unseres kollektiven Lichtkörpers auf einem viel größeren Level. Und er sagt genau, diese Prophezeiung ist eingebettet in der Dollarnote. Es ist also interessant, dass all diese Prophezeiungen sagen, dass die Erde zu einer Art von Perfektion wiederhergestellt wird. Und was dem vorhergeht, ist eben die Idee eines Samvatika-Feuers oder die Idee eines Fraskaratis, um das Ganze wundervoll zu machen. Und es taucht auf in der Bibel, im Koran, es taucht im Alten Testament, im Neuen Testament und im Buddhismus genauso auf. Und ich will euch damit nur eine coole Zusammenfassung geben. Nun, es gibt noch ein Thema, über das ich jetzt sprechen will, das ist auch wirklich wert, hier noch angefügt zu werden. Und zwar ist es die tibetisch-buddhistischen Lehren über den Rainbow-Körper. Das ist das Letzte, durch was ich hier gehen werde. Und ich schreibe viel über dieses Material in meinem Buch The Ascension Mysteries. Und es wird auch in der Klasse besprochen, die bald stattfindet. Nun, was mich wirklich fasziniert hat, ist dieser Mann namens K.J. Norbu, der ein Whistleblower ist. Und er ist hervorgetreten und er hat dieses Buch Dream Yoga in the Practice of Natural Light geschrieben, welches im Grunde die Geheimnisse der tibetischen Lehren offenlegt. Und es geht tatsächlich über die Idee, dass Menschen einen Rainbow-Körper erreichen in diesem Buch. Und er sagt, wie du das erreichst, ist, indem du zu dem Zugang hast, was er Mutterlicht nennt. Eine der Arten, dies zu machen, ist, über dieses Symbol zu meditieren, welches sie The Tiger nennen. Und das ist, wie es ausschaut. Ja, hier sieht man das Bild, das ist vielleicht wert, sich anzuschauen. Es ist tatsächlich der Buchstabe oder der Klang von diesem Sanskrit-Vokal für den Buchstaben A, was du hier siehst. Und du kannst dir vorstellen, wie es eine Schwingung abgibt, welche rainbowfarbiges Licht ist. Und das ist offensichtlich der Ursprung des Universums, welches neugierig ähnlich zu diesem Konzept eines geometrischen Musters ist, diese Vibration, die das Universum begonnen hat. Nun, was ich sage ist, es gibt 160.000 dokumentierte Fälle von Menschen, die wo über dieses Tingli meditiert haben, über diese Idee dieser Schwingung und die wo diesen Ton dabei auch gesprochen haben. Das ist Teil davon. Du machst tatsächlich diesen Sound und du lässt das passieren und du visualisierst Regenbogen, wie sie von deinem Körper ausgehen, und offensichtlich kannst du deinen Rainbow-Körper aktivieren auf diese Weise. Und es funktioniert erneut, indem du deine Aufmerksamkeit, deine Awareness leer werden lässt. Und dann denkst du über dein Bewusstsein, wie es das ganze Universum ist. Und dann lernen wir von dem anderen tibetischen Whistleblower, diesmal Ku Organ Rinpoche, in seinem Buch Rainbow Painting, wo er sagt, alles was du tun musst, ist nur liebende Gedanken für 13 Jahre zu haben und in diesem meditativen Zustand die ganze Zeit zu sein. Und dann kannst du aufsteigen, wann auch immer du willst. Du verwandelst dich in einen Rainbow-Körper. Und diese Rainbow-Körper-Sache ist sehr faszinierend, weil was passiert ist, dass dein Körper tatsächlich kleiner wird. Und du entscheidest, wenn du stirbst als erstes, es ist nicht ein normaler Tod. Durch das ist es sehr unterschiedlich. Du wirst aufhören zu atmen und dann werden sie dich in diese farbigen Seidentücher einwickeln. Und dann schrumpft dein Körper tatsächlich innerhalb dieser Seidentuchumwicklungen über einen Zeitraum von 7 Tagen. Und was zurückbleibt, ist ein kleiner Haufen von Asche.
der in etwa 7 Inches groß ist. Es ist offensichtlich, dass Körper normalerweise das nicht machen. Normalerweise lassen wir ein lebensgroßes Skelett und Knochen zurück. Und das ist nicht, was passiert in dieser Rainbow-Körperaktivierung. Nun, was so aufregend daran ist, dass in modernen Zeiten darüber hinausgehend zu diesen 160 dokumentierten Fällen, in denen Tibeter es sehr, sehr ernst genommen haben. Sie haben diese kleinen Ascheüberreste zurückgelassen und sie haben die Hand- und Fußabdrücke in Steinen hinterlassen. Du kannst diesen katholischen Priester Franziskus sehen, so, und er wurde von dem Institut für Noetische Wissenschaften finanziert. Und er ist von San Francisco nach Tibet gereist. Und er hat persönlich die Rainbow-Körper-Aktivierung dieses Mannes erlebt und bezeugt. Und zwar Kenpo Achos. Das ist einer der Typen, der wohl offensichtlich glücklich genug war, dass er nur liebevolle Gedanken für 13 Jahre hatte. Und dann, als die Zeit kam, hat er aufgehört zu atmen. Sie haben seinen Körper in diese wunderschönen seidenen Tücher gewickelt. Und er ist verschwunden über einen Zeitraum von 7 Tagen. Sein Körper ist zusammengeschrumpft und sie haben rainbowfarbiges Licht gesehen, das aus seinem Körper ausgestrahlt ist. Und sie haben Musik gehört. Und dann hat Kenpo oder wer auch immer begonnen, Menschen in ihren Träumen zu besuchen. Nun, du hast Wissenschaftler, die wo da waren und bewiesen haben, dass das passiert ist. Sie haben das studiert. Es wurde auch vom chinesischen Militär studiert. Und wir wissen, das ist sehr real. Es gibt einen Haufen dokumentierter Beweise über das. Es ist nur einfach sehr weit draußen verglichen zu unserer Western-Art, wie wir denken. Und hier kurze Querverbindung. Er sagt in einem der anderen Videos, dass diese ganzen Tausende von wissenschaftlichen Studien, vor allem welche, die wo seit ein paar Jahrzehnten erst sichtbar sind, nämlich als die UdSSR fiel, gab es da ganz viel, was transparent wurde. Und da sind eben super viel Sachen, die vorher esoterisch waren, wissenschaftlich belegt. Und was er sagt ist, es bekommt keine Öffentlichkeit. Es bekommt keine, das ist nicht was, das ist schon lange da alles. Und es wird eben mit Absicht nicht, noch nicht. Und er sagt, da beginnen jetzt aber die Dominosteine zu fallen. Und er nennt sehr viele spannende Beispiele, auf die ich nicht alle zitieren werde. Aber die Essenz davon dringt durch. Und das ist ja auch sehr spannend, weil das ganze Material, diese Aufzeichnung ist Anfang 2019 passiert. Also ist es ziemlich aktuell, wenn er über solche Sachen spricht, wie dass es eine Allianz gibt und dass viele vorher negative Mächte in der Welt gerade eben einer nach dem anderen down genommen werden, also ausgeschaltet werden. Das, ja. Jawohl. Es gibt einen Haufen dokumentierter Beweise über das. Es ist nur einfach sehr weit draußen verglichen zu unserer Western-Art, wie wir denken. Aber es passt sehr nice in das Konzept vom Shroud of Turin, Schrein von Turin. Ja, als nächstes erklärt er da noch, wie dieser Shroud of Turin, dass er da ein technisches, dreidimensionales, holographisches Bild erzeugt haben aus diesem Fotograf, dieses Schreins. Und was das zeigt ist, dass das Bild nicht einen Körper zeigt, der wie er auf einer Steinunterlage liegt, aber eher das Bild eines gewichtslosen Körpers, der wo wahrscheinlich levitiert über seinem Schlafplatz. Und das ist wohl 76 aufgetaucht, da gab es viele dreidimensionale Rekonstruktionen. Jawohl, das kürzen wir hier. Das Wichtigste ist nämlich hiermit schon übertragen, beziehungsweise kommen noch ein paar Hammer-Zitate in den anderen 2 Wilcock-Videos, die ich noch ansprechen werde, weil es wirklich bedeutend ist für die große Öffentlichkeit, welche, was da ans Licht kommt. Und
weil es auch wichtig ist, dass wir uns im Gesamtbewusstsein darauf vorbereiten, dass das nicht mehr Märchengeschichten oder Legenden sind, sondern umso schneller, umso leichter können diese Vorbereitungen, diese letzten Stufen, wo wir jetzt sind, stattfinden und global passieren, je offener wir werden und je mehr die Vorhänge fallen. Ja, und wir uns klar werden, wie wir Teil dieses großartigen, lebendigen Universums sind. Und es geht wirklich darum, bereit dafür zu sein. Und je mehr bereit dafür sind, und bei Wilcock ist das schon faszinierend, weil der nach vielen Videos fast 1 Million Views hat, und das, obwohl er eingeschränkt wird in der Reichweite. Und das, ja, ist auf jeden Fall wichtig, und das hier ins deutschsprachige Wissensnetz auch zu bringen, um das Ganze voranzutreiben, sichtbar zu machen. Und für mich ist das wirklich für mich ist das eine ganz wertvolle Arbeit, diese Perlen und Schätze ans Licht zu bringen. Danke fürs Dabeisein. PS wäre eine kleine Unterstützung für die, ja, in den Projektphasen ist es immer wirklich Fulltime Arbeit, und die kleineren Umkosten, die im Zuge dessen anfallen, aufbringen kann, ist sehr willkommen. Auf klartraum-welle.info findet man ganz unten einen Spendenbutton. Ist natürlich optional, weil bald braucht man das eh alles nicht mehr, aber ja, ist eine schöne Sache, über viele Arten und Weisen das anzutriggern, dass es weitergeht. So that's it. I'm David Wilcock, and let's see if we can fire off that opening sequence once again to round this thing out. Thanks, everybody. Thank you for watching. We will see you next time. And again, I didn't even know about this Super Chat thing, but you guys have done so much for us in Super Chat with your donations. That is awesome. Thank you so much for doing that. And again, do subscribe to our channel. Do hit the button, the bell, so that you know that you're going to get this regardless of what happens to us. All right, thanks. This is David Wilcock. We'll see you next time.